In diesem Video werde ich die Funktion der Maschine demonstrieren, nicht aber ohne vorher ein paar interessante Informationen, die Wiener Guillotine betreffen, zu erzählen. Wenig bis gar nicht bekannt ist die Tatsache, dass die Nationalsozialisten vor der Machtübernahme für die Abschaffung der Todesstrafe plädierten. Bekanntlich wurden sie ja später Weltmeister in dieser Disziplin des Tötens. Im Sommer 1938 überlegten die Entscheidungsträger des Reichsjustizministeriums in Wien, ob man nicht eine Hinrichtungsstätte einrichten sollte. Am 23. November 1938 wurde die Enthauptungsstelle im Wiener Landesgericht als verwendungsbereit gemeldet und ein paar Tage später die erste Hinrichtung durchgeführt. Es war die attraktive Giftmischerin Marta Marek, bei der zum ersten Mal die Maschine zum Einsatz kam. In mehreren Sensationsprozessen gelang es ihr, trotz schwerwiegender, belastender Beweise, immer wieder einen Freispruch zu erwirken. Trotz ihrer grausamen Verbrechen war sie der Liebling der Wiener, die nicht wahrhaben wollten, dass eine schöne Frau sehr böse sein kann. So ist das. Die Richter waren von den Sympathiekundgebungen des Saalpublikums und der Presse befangen und es dauerte sehr lange, bis die Justiz sie zum Tode verurteilte. Im Gegensatz zu anderen Delinquenten, die sich nutzlos gegen den Tod stemmten, wurde sie nicht geschleppt und nicht gezerrt, sondern stolz wie eine Königin auf einen Thron sitzend in den Hinrichtungsraum getragen. Man muss sich das vorstellen, dieses Privileg hatte nicht einmal die Marie Antoinette oder der Ludwig der 16. Man band ihre Haare nach oben, sie beteuerte ihre Unschuld, wirkte aber völlig unbeteiligt. Ohne Gewaltanwendung wurde sie gefesselt und der deutsche Scharfrichter Reichert, auch König der Henker genannt, betätigte den Auslösehebel. Dieser Hebel hier ist rechts von der Maschine zu sehen. Überliefert sind auch noch andere skurrile Vorfälle im Zusammenhang mit der Guillotine. Scharfrichter Reichert erzählt von einem Todeskandidaten, der am Abend vor seiner Hinrichtung genüsslich seine Henkersmahlzeit, ein gegrilltes Huhn, verspeiste und bis zum Morgen tief geschlafen hat, während sein Wächter angehalten war, neben ihm Nachtwache zu halten. Ganz früh am Morgen um 6 Uhr hat man ihn aufgeweckt und so wie andere ins Büro gehen, ging er gelassen in den Tod. Aber der für mich absurdeste Fall handelt natürlich wieder von einer Frau, einer mehrfachen Mörderin. Sie verzichtete auf ihre Henkersmahlzeit und stattdessen wünschte sie sich den Besuch einer Friseurin, um gestylt in den Tod zu gehen, aus dem Leben zu gehen. Experten wissen, so eine kreative Idee kann wirklich nur einer Frau einfallen. Dankeschön.